Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf kleines Land von Kolle, den super Ultramapper, ne? Muss man ja immer wieder sorgen, dass der Kolle ein richtig fein Fitti ist. Ne? Da kann nichts kommen für Käse aus. Der hat mich letztes Mal in Drillen so geärgert, seitdem ist er aus, ne? Hab ich auch noch nicht wieder angemacht. Bin ja zu faul für. So, jetzt heißt es eben Presse hinterbinden. Ich will jetzt gucken, ob der toll ist, bevor ich schwadroniere, ne? Ja, meine Mörs. Die läuft bei denen. Und dann können wir auch mal bald Ballen wegstapeln da. Oh, das wieder ohne ein Drama. Eigentlich kann ich den... Ne, den Wender kann ich dann nicht hinstellen. Muss ich jetzt wieder vor dem Mehrwerke porken. Jetzt nichts. Mehrwerke brauchen wir auch, glaube ich, fast nicht mehr dieses Jahr. Oh nee, nix ausklappen. Nur runter machen. Na, dieses Rumgebunsel. So, Impresse. Presse. Wahrscheinlich ist der Kraut nicht. Ja, 11 Kilo Gras drin, ne? Egal, Abfahrt, gucken, ob das geht. Hier nur ausgeklappt? Ne. Moin. Na, lebt all? Ort. So, dann lass uns mal eben hier so ein reinstechen. Ja, ich weiß, dass mir das nicht gehört. Jetzt macht er echt ein Gras voll, ne? Ich krieg einen Föhn. So macht man das nicht, ne? Ich mach das jetzt nur, weil ich gucken will, ob das wirklich Heu ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab da jedes Mal, denke ich, oh. Deswegen gucke ich immer erst. Weil sicher ist sicher. Ne, ist nämlich nur Gras. Nee! Na, egal. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Jedes Mal passiert mir das. Das muss nämlich strohig aussehen. Oh, jetzt muss ich extra den Ballen da wegholen, ne? Na, egal. Kriegen wir es schon hin. Easy peasy. Du kannst auch eben hier porken. Wir haben eh sonst nichts zu tun gerade. Nix los hier auf dem Hof. Easy peasy, holen wir den da eben weg, ne? Wir haben jetzt schnell einen Schlepper. Stapeln wir ein paar Ballen weg, ey. Was soll das denn? Was zu tun haben wir hier immer? Herrlich, ne? Herrlich. Oh, hat einer noch gar nicht den Wagen weggeräumt? Warum hat denn noch keiner den Wagen weggeräumt? Hättet ihr das schon mal machen können, so als Nachbarschaftshilfe, oder?
Wäre ganz nett gewesen. Oder krieg ich gar nicht durchbracken. Schickraum. So, Abfahrt, eben den ollen Ballen da wegholen. Und dann beten, dass es bis zum Abend heu wird. Und sonst fahren wir es in der Trocknung. Aber es soll ja keinen Regen geben, also könnt ihr auch noch einen Tag liegen lassen. Wir haben keinen Stress. War eh Glücksspiel, jetzt heu zu machen. Oder ist Glücksspiel. Aber die Trocknungsrate war gar nicht so uncool, also von daher habe ich mich da jetzt so entschieden. Was hast du denn für Schmerzen? Der will rummucken, der Bongel. Ha! Wäre ja gelacht, wenn wir das hier nicht hinkriegen, ne? So lang. Ja, Mama! Muss ich immer mit diskutieren mit die Pullover-Schweine. Es ist auch nicht einfach. Die haben immer einen Diskussionsbedarf. Ist noch ein Bild. Sollen wir so tun? Hey, Rückwärtsgang noch gar nicht drin, ne? So. Dann mucken wir mal eben den. Oh ne, können wir uns gar nicht leisten. Puh. Wir haben jetzt echt nichts zu tun. Wir haben wirklich nichts zu tun gerade, so in dem Sinne. Es ist alles soweit fertig. Der Connor ist noch stehen bleiben. Du kannst auch Essi porken. Boah, ein bisschen Maschinenpflege gerade eben fix, ne? Ist ja auch mal nötig. Guck mal, wie dreckig der ist. Voll spockig. Und schon Unkraut, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Da hat dann eine dauert ja 5 Jahre, bis der sauber ist. So, ein bisschen noch Palaberlampe da oben. Warte, warte. Hier noch so ein bisschen. Läuft. Weil hier müssen wir auch eben. Ey. Hier auch eben noch. So, guck da. Da muss ich mal vernünftig waschen, da. Da. Perfekt. Läuft. So, dann lasst uns mal eben da hinten zu die Gras. Oh, wir haben noch Heu. Wir haben noch ein Heu. Ja, habe ich da reingeschmissen, ne? Verunkrautung läuft. Die Bestandsaufnahme. Wie haben wir gut? Stickstoff perfekt. Resort. Mir wird gesagt, hat holt sich selbst darin. Ja, mal eben. Ist ja auch gemäht, du Bienenpflücker. Und es.
Wo ist denn die ganze Mischration hin? Ich hab doch letztes Jahr erst noch was reingefahren. Haben die schon wieder so viel weggeschnabbelt? Die fressen mich die Haare vom Kopf. Muss ich echt jetzt füttern? Gibt's ja gar nicht. Ich dachte, wir haben Easy Peasy Tag. Nix ist hier mit Easy Peasy. Das wird nix. Na, eben füttern. Güllebomber müssen wir auch noch beiseite räumen, ne? Ja, müssen wir auch noch machen. Da, guck mal, da wächst aber auch gar nicht schlecht, da, ne? Ups. Passt sich da nicht durchs Tor? Doch. Bin eine Schiete gefahren. Ja, bin ja da. Fresst mir die Haare vom Kopf. Ja, hab ich ja gerade gesagt, ey. Ihr seid echt nicht normal mit euch. Konntest ja gar nicht gegen füttern. Ich hab doch erst gefüttert gehabt, ne? Ja, hab ich gerade noch gesagt, ne? Bist du nicht zu, oder was? Guck, Bulle Henry. Hier ist auch immer ein Stiesel, ne? Perfekt. Nun machen wir die Rummelbude eben wieder voll. Sofern wir noch Geld dafür kriegen. Oder sofern das noch klappt. Aber wir sind hier ein bisschen chronisch pleite. Boah, guckt euch mal an, was wir am Mist haben. Den können wir noch zu den Gewächshäusern düsen. Ich glaube, das Mock wieder. Schüppchen habe ich noch dran. Nee, Pike ist dran. Perfekt! Tun wir die alten Gewächsbünsel da hinten mal in Beschlag nehmen, wa? Haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Läuft. Nix Milch, ne? Gibt auch nix Milch, ne? Nee, das ist zum Mäusemelken. Nix Milch, nix so. Oh Mann. Fahr mal vernünftig hier. Halt an. Handbremse rein, mach mal eher. Nee, wir wollen Mischration. Musst du vorher ausmachen, sonst bezahlst du dich doof und dämlich. Füttern wir eben. Oh, ich muss mich mal richtig hinsetzen, ne? Schon wieder 20 nach 4, ne? Krieg einen Film. So, dann fahren wir die Tier eben drin. Wieso, ne? Musst du langsam reinfahren, weil ich habe Pflegebereifung drauf, ne? Sonst kannst du den Truck nicht fahren. Stell dir mal vor, da wären breite Reifen drauf. Würde ja gar nicht gehen, ne? Deswegen immer schick Pflegebereifung drauf. Wir müssen hier mal gucken. Hallo? Jetzt hast du gar nichts hier an. Doch, da, 12.604. Perfekt. Das haben wir erledigt, ne? Ja, das haben wir. So, liebe Leute, dann sage ich jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.